So, meine Freunde, es ist soweit. Wir haben die Spoiler zu Kapitel 1014 am Start. Eine Woche Verpause, jetzt haben wir sie auf dem Tisch. Sie sind wirklich saftig, kann ich sagen. Wir wissen jetzt, was mit Ruffy passiert, wo er hinfällt. Und es passiert etwas sehr, sehr Tragisches, was jetzt für mich zu 100% die Niederlage der gesamten Truppe von Ruffy erstmal unterstreicht. Und wir werden höchstwahrscheinlich nächste Woche einen Rundumblick in die Welt kriegen von One Piece. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Nach dem Intro geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. One Piece Theoretiker, One Piece Theorien und mehr. Erst einmal vorweg, wir haben nächste Woche keine Pause, es geht direkt weiter. Dienstag kriegen wir wahrscheinlich wieder die Spoiler in 7 Tagen, aber erst einmal sehen wir, wie das Chapter heißt. Und zwar, Chapter 1014 trägt den Titel The Life of the Actor, das Leben des Schauspielers. Und das letzte Chapter ist ja damit geendet, dass Ruffy von Onigashima die fliegende Insel runterfällt. Und wir wussten nicht genau, wo er hinfällt, denn einmal haben wir gesehen, dass Onigashima schon über der Insel Wano Kuni ist. Und dann ist irgendwie Big Mom trotzdem, als sie runtergefallen ist, ins Wasser gefallen. Jetzt haben wir die Bestätigung, Ruffy ist ins Wasser gefallen. Das Schlimmste, was hätte passieren können. Ich werde euch aber gleich ein, zwei Lösungen auftischen, wer Ruffy retten kann. Viele sollten es auch schon erahnen. Und er fällt runter, er fällt ins Wasser und Kaido steht oben an der Kante, guckt nochmal herab auf ihn, sieht auch wirklich, dass er nicht gerettet wird oder sonstiges. Und das ist erstmal der Ruffy-Content, den wir erstmal für dieses Chapter so kriegen. Dann kennen wir noch diese kleine Flughörnchen-Nutzerin, diese Boa Huang heißt die, die ja immer dort als Spionin, Informantin und so unter Kaidos Crew gilt. Die kriegt von Kaido die Information und den Befehl sogar zu sagen, der ganzen Insel zu sagen, per Lautsprecher oder sonstiges, dass Ruffy verloren hat. Die ganze Insel, jeder Einzelne soll es wissen, soll es erfahren, dass Ruffy verloren hat gegen Kaido. Die Niederlage ist da, um sozusagen auch noch den Willen der Verbündeten von Ruffy direkt zu brechen. Das ist natürlich alles nur taktische Kriegsführung von Kaido. Das soll sie jetzt machen. Sie wiederum, die kleine Informantin, informiert Kaido aber auch noch darüber, dass sie jetzt Momo gefunden haben. Sie haben Momonosuke gefunden, der ja auch schon einmal hingerichtet werden sollte, der dann gerettet wurde und so. Deswegen, für Momo sieht es auch nicht so gut aus in diesem Chapter ganz besonders. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Dann sehen wir aber Yamato. Yamato, die ja gerade auf dem Weg ist, oben aufs Dach, zu ihrem Vater. Und Ruffy, die wollte ja eigentlich Ruffy retten, aber da ist sie jetzt leider ein bisschen zu spät. Wir sehen, dass sie immer noch hochläuft. Sie läuft gerade hoch, kämpft aber währenddessen noch mit 1000 Untertanen von Kaido, also gegen 1000 Untertanen. Kämpft den Weg sozusagen sich frei nach oben. Dann sehen wir Momo. Momo sagt einen Satz, der mich ein bisschen wirklich im Regen stehen lässt. Ich weiß gar nicht, was ich dazu denken soll. Momo sagt einfach, looks like I shouldn't die. Also es sieht so aus, dass ich nicht sterben sollte. Aber wie meint er das? Sieht er schon Vorahnungshaki technisch so doll in die Zukunft, dass er stirbt und er sagt sozusagen, ich sollte nicht sterben? Oder wie ist das gemeint? Ist das eine Art seiner Kraft oder ist es einfach nur irgendein random Satz, den er droppt, der hier in diesem Chapter noch als Foreshadowing gilt. Ich werde euch gleich erzählen, warum. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon erahnen. Dann sehen wir einen Kampf, und zwar einen Kampf, von dem ich nicht mehr gerechnet hätte, dass wir ihn sehen. Chopper gegen Queen. Die kämpfen immer noch. Und warum? Eigentlich müsste Chopper ja schon längst aus seiner Rumble Ball Form rausgegangen sein. Das kann ich euch erzählen. Wir sehen nämlich ein Flashback von Chopper, wie er zusammen mit Caesar, also wie Caesar Clown, Chopper hilft. Caesar hat gesagt nämlich in diesem Flashback, dass er mit seiner Hilfe den Effekt von Rumble Balls noch viel, viel länger als diese 3 Minuten machen könnte. Und das ist wahrscheinlich auch passiert. Er kann jetzt wesentlich länger als diese mickrigen 3 Minuten die Rumble Balls benutzen. Und da frage ich mich, was hat Caesar noch Chopper für Power-Ups gegeben? Auch den Effekt von Rumble Balls oder so, dass es noch verstärkt wird, also nochmal eine andere Form oder so angenommen werden kann? Oder ist es nur die Zeit? Also das ist echt extrem krass. Das ist ein Power-Up für Chopper, womit ich nicht gerechnet hätte, dass wir es kriegen. Chopper habe ich schon mehr oder weniger abgestempelt. Er kämpft hier aber gegen Queen, einer Katastrophe. So unter Kaido und King würde ich sagen, schon der stärkste aus der gesamten Crew der Beast-Piraten. Und da kämpft Chopper gerade gegen, der eigentlich immer so zu den Schwächeren noch mit dazu zählt, was ja erstmal ziemlich krass ist. So, dann kommt wieder diese kleine Bao Huang, die Informantin von Kaido, und sie announced wirklich, sie haut es raus, dass Ruffy verloren hat. Kaido hat gewonnen, Kaido ist der Sieger, er ist so gut wie unverwundet oben. Und alle, die jetzt noch mehr oder weniger aufgeben, auf die Knie fallen und sich Kaido anschließen wollen, also wirklich aufgeben, die sollen sich Kaido anschließen. Das ist einfach das Krasse, das macht Kaido jedes Mal. Er bricht den Willen, er bricht die Leute und versucht es dann auf diese Weise als aussichtslose Situation, als Ultimatum sozusagen, schließt euch mir an oder ja, ihr werdet sterben so. Also es gibt keine Option. Wo wir natürlich jetzt von unseren Leuten aus der Piraten-Samurai-Ninja-Mink-Allianz, dass sie das nicht machen. Dass sie einfach wirklich sagen, wir sterben lieber, als uns die anzuschließen. Das erwarte ich davon. Aber es geht noch weiter mit dem Chapter, und zwar Kanjuro, der Verräter, der ja eigentlich gerade von Kiku verfolgt wird. Kiku will ihn ja umbringen. Kanjuro ist jetzt aber da, wo Momo ist. Und er hat Momo ja schon einmal aufs Übelste zerschlagen und dann auch ausgehändigt. Der übelste Verräter halt, Kanjuro, ist jetzt wieder bei Momo. So, und dann ganz am Ende sehen wir nur noch vom Chapter, also das ist jetzt wirklich der Cliffhanger, das Ende. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu denken soll. Am Ende
Ende des Chapters sehen wir Kaido vor Momonosuke und er schlägt Momo mit seiner Keule vom Feinsten. Also er prügelt Momo wirklich mit der Keule volles Pfund ein über, so dass selbst Ruffy das nicht aushält, was wir ja gesehen haben, kriegt jetzt ein kleines Kind einen über den Döds gezimmert mit der Keule. Also das müsste eigentlich der Tod, die Hinrichtung von Momo sein, so, die jetzt einfach Kaido schnell vollzogen hat, so, weil Momo die ganze Zeit wieder gerettet wurde und so. Jetzt Nägel mit Köpfen, er macht einfach selber. Da frage ich mich natürlich, ist das echt? Können wir das glauben? Oder ist da wieder irgendein Trick? Ist das wieder so ein kleiner Oda-Prank? Das steht natürlich noch aus, aber es könnte sein, dass es diese komische Puppe war. Also, wir wissen ja, Yamato hatte so eine Attrappe, die sehr, sehr, sehr unrealistisch aussah und das glaube ich auch nicht, dass Kaido Momo mit dieser Puppe verwechselt. Da müssten die ja schon alle sehr stupid sein. Deswegen ist das für mich eigentlich keine Option, dass sich irgendjemand in Momo verwandelt hat. Da fällt mir jetzt auch keiner ein. Oder jemand, der eine Illusion machen könnte von Momo sozusagen, dass man denken hätte können, es ist Momo. Ich weiß nicht, ob Nami vielleicht mit ihrem Stab so Illusionen erschaffen kann, weil sie kann sich auch unsichtbar damit machen. Das haben wir auch schon mal gesehen. Das ist echt alles ziemlich, ziemlich tragisch und komisch und es ist alles wirklich so 100% für mich jetzt. Wir kriegen die Niederlage. Es ist die Niederlage zu 100%. Wenn jetzt noch sozusagen der Kopf Ruffy von der Allianz gefallen ist und sozusagen das Herz dieser ganzen Allianz Momo jetzt auch noch vernichtet wurde und das jetzt noch preisgegeben wurde und alle das sehen, wie Momo da den Keulenschlag abkriegt, dann sind die alle sehr gebrochen. Dann kann ich mir echt vorstellen, dass alle wirklich auf die Knie fallen, gebrochen sind, wirklich Niederlagenstimmung herrscht dann unter Ruffys Allianz. Die Frage ist nur, was ist mit Ruffy? Was ist mit Ruffy? Der ist ins Wasser gefallen. Teufelsrohnutzer, er kann sich nicht mehr rühren. Er ist jetzt hundertprozentig angewiesen auf Hilfe. Wer könnte da sein? Natürlich erst einmal das Realistische und was auch höchstwahrscheinlich, ich sag mal zu 90% passieren wird, ist das U-Boot von Law, was ja nicht anlegen konnte, was dort ursprünglich, wo Onigashima war, im Wasser noch war. Natürlich ist Onigashima jetzt schon in die Lüfte gegangen, ist schon auf Richtung Wano zugeflogen. Deswegen müssten die mit dem U-Boot die ganze Zeit hinterher schwimmen unter Wasser und aufpassen sozusagen. Das muss deren Mission sein von Beppo und so, dass sie das Wasser ein bisschen in Beobachtung halten, dass da irgendwie Teufelsrohnutzer aus deren Allianz reinfällt, wie jetzt Ruffy, um ihn dann zu retten. Das könnte ich mir vorstellen und dass sie denn dort auch, denn das U-Boot von Law ist ja auch medizinisch gut ausgerüstet, ihn dort vielleicht ein bisschen verarzten, Ruffy direkt. Das würde ich erstmal realistisch finden und am naheliegendsten und so, dass vielleicht sogar ein Law sich denn dahin schämbelt oder sonstiges und dann vielleicht noch Ruffy dort verarztet, höchstpersönlich. Könnte ich mir vorstellen. So, jetzt aber wirklich interessant. Erstmal die weiteren Spoiler, die wir diese Woche kriegen, wahrscheinlich so Mittwochmorgen oder vielleicht am Donnerstag kriegen wir nochmal erweiterte Spoiler. Einige Randinformationen, die, denke ich mal, in diesem Chapter sehr, sehr wichtig sind, die das ganze Spielbrett nochmal drehen könnten. Informationen, die wir jetzt gar nicht haben. Die Spoiler sind sehr oberflächlich. Ich habe sie euch jetzt vorgetragen. Ich bin aber trotzdem ziemlich, ziemlich hype. Und ich freue mich auf die Niederlage der Strohallianz, denn danach kriegen wir erstmal einen Schwenker. Der dritte Akt ist beendet. Wir sehen, was in der Welt abgeht. Was wirklich erfahrungsgemäß das Krasseste und das ist, was am meisten Hype hervorruft in der ganzen Community, denn wir sehen alles dort. Wir sehen wahrscheinlich Blackbeard, Sabo, vielleicht sogar Shanks. Wir können alles sehen in diesem Schwenker und ich bin einfach nur gehypt. Ich denke, übernächste Woche ist es soweit. Ich kann mir vorstellen, dass wir nächste Woche vielleicht sogar noch einmal so ein Trauer-Chapter haben, wo alle wirklich das realisieren, dass es keine Chance mehr gibt. Wir sehen vielleicht noch den ein oder anderen Verbündeten von Ruffy, der auch noch eine kleine Niederlage kassiert gegen seinen Kampf, weil er sich nicht mehr konzentrieren kann, weil er denkt, das ist eh jetzt aussichtslos. Sowas kann ich mir vorstellen. Und Kaidos Mission sollte es jetzt sein, die Insel Onigashima dort auf dem Festland abzusetzen. Dann damit sollte, wie wir schon so lange gesagt haben, der dritte Akt beendet sein. So, was jetzt mit Big Mom ist und was diese ganzen Ausmaße sind von dem Schlag gegen Momo, den Kaido ja macht, das ist nochmal ein anderes Thema, denn ich kann mir vorstellen, wenn Big Mom das sieht, dass Kaido dort einen unter 10-Jährigen einfach mit der Keule verprügelt, dass sie dann wieder ihr Mother Mode zeigt, also sprich ihr kinderfreundlichen Modus hervorruft und dann auch vielleicht sogar die Allianz mit Kaido bricht, gegen Kaido ankämpft und so könnte man es irgendwie aufbauen. Denn wer Kinder verletzt, und da ist selbst Big Mom auf meiner Seite, dem gebührt keine Gnade. Und deswegen hoffe ich mal, dass Big Mom da jetzt auch so reagiert, auch wenn es Kaido ist. Denn bei Otama und Ulti hat sie es ja auch gemacht. Jetzt seid ihr gefragt, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Die Spoiler sind natürlich wie immer verlinkt. Ich werde mal gucken, wenn es sich nochmal lohnt, werde ich ein weiteres kleines Ergänzungsvideo dazu machen, morgen, übermorgen oder so. Und ansonsten haben wir diese Woche den Chapter-Stream, da freue ich mich auch extrem drauf. Ich bin erstmal raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.